Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Und ja, es wird gebastelt. Ostern ist ja, wir sind schon fast in Ostern drinne. Deswegen dachte ich mir, ich mache noch schnell ein, zwei Anleitungen für euch, was man noch so Schönes ganz schnell basteln kann. Und in einem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man sich so Vorlagen machen kann, damit das Basteln einfach schneller und einfacher funktioniert. Und ich dachte mir, wir machen heute mal zusammen eine Osterkette fürs Fenster, für die Balkontüre. Was man da oder wie einfach das eigentlich geht. Und ich habe mir meine Ostervorlage hier genommen, den kleinen Osterhasen. Und ich habe mir verschiedene Papiere hingelegt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich sie mal in der Ü-Post hatte oder ob ich sie mir selber auch mal beim Action gekauft habe. Jedenfalls habe ich mir hier so 100 bunte Papiere geholt. Die sind bestens geeignet. Hier haben wir sehr dünnes Papier. Hier habe ich dicke Pappe liegen oder dickeres Papier, was auch wunderschöne Motive hat und was sich für Ostern auch eignet. Und ich mache jetzt mir einfach mal... Das ist so typisch Ostern, auch wenn es nur der Osterhase ist. Und mal gucken, was noch dazu passt. Nimm mal das gepunktete, richtig schön bunt zu Ostern und vielleicht auch das noch, genau. So, die werde ich mir jetzt alle auf den Rücken legen. Ich muss natürlich gucken, wie groß ist mein Fenster. Brauche ich nur 3 Osterhasen? Brauche ich 4 Osterhasen, wenn es die Balkontüre ist? Und wie mache ich den Osterhasen? So schneide ich ihn dann aus. Also lege ich ihn so drauf. So, und jetzt geht das super einfach. Ich brauche einen Bleistift. Wo habe ich ihn? Ich habe mir noch vorhin alles zurechtgelegt. So, und jetzt umzeichne ich einfach meine Schablone. So, ich habe mir jetzt einmal ein Osterei gemacht und einmal den Osterhasen auf den 3 verschiedenen Papieren. Diese werde ich mir jetzt schön ausschneiden, entweder mit der normalen Schere oder mit dem Cuttermesser. Und ja, dann bin ich wieder da. So, fertig ist es und ich habe mich jetzt dafür entschlossen, dass das an die Küchentür bei uns kommt. Deswegen brauchte ich es ein bisschen länger. Und jetzt werde ich darauf achten, dass ich jetzt zum Beispiel nicht den Osterhasen und das Osterei von derselben Farbe, also von demselben Papier untereinander hänge, sondern dass ich das schön gemischt mache. Das werde ich jetzt so machen. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich nehme mir jetzt meinen Hauptosterhasen. Das ist der jetzt erstmal, den ich dann praktisch, der oben ist. Das bearbeite ich zum Schluss. Und ich mache jetzt überall hier Löcher rein. Entweder nehmt ihr wieder eure Lochzange. Ich habe hier so eine vom Aldi. Da kann man sich die Dicke des Loches einstellen. Oder ich nehme eine normale. Oder ich nehme einen Locher. Und mache mir jetzt immer hier in der Mitte ein Loch rein. Und dann habe ich mir ein Geschenkband ausgesucht. Ich nehme das vom Aldi und werde jetzt immer die Zwischenstücke so auswählen, dass ich hier diese Perlchen und diesen Vogel immer in der Mitte habe. Und so werde ich jetzt das gestalten. Ich schneide mir das dann hier ab, fädel das hier durch, mache so einen kleinen Knoten. Ich versuche das auf der Rückseite zu machen, damit man das nicht so sieht. Und das werde ich jetzt machen, bis meine Kette... Ja, bis ich alles aufgefädelt habe sozusagen, ne? So, ich bin fertig. Ein Osterei habe ich nicht benutzt, weil das zu lang geworden wäre. So habe ich den Abschluss gemacht, also unten. Und so habe ich das Ganze verbunden. Osterhase, nächste Element, Osterei, Osterhase, Osterei. Ich hänge es jetzt mal an die Bürotür, damit ihr das besser sehen könnt. So sieht's aus. Oben habe ich jetzt nur mit Washi-Tape gemacht, einfach nur provisorisch, weil das ja dann an die Küchentür kommt. Oben mache ich mir noch eine schöne Schlaufe rein und mache das dann an der Küchentür fest. Und nach unten sieht das Ganze so aus. Man hat da jetzt halt die Möglichkeit, noch so viele andere Sachen zu machen. Und zwar könnte man das Ganze einlaminieren. Dann hat es noch ein bisschen mehr Stabilität. Und wenn man das Ganze ins Fenster, für das Fenster nimmt
oder wenn es frei hängt, dann müsst ihr natürlich, ich bin mal näher ran, dann müsst ihr natürlich nochmal solche Sachen euch ausschneiden und von hinten dran kleben. Ihr seht, ich habe das immer mit Washi-Tape befestigt. Und wer es dann so frei in den Raum reinhängen möchte oder an so ein großes Fenster, wo das dann zum Beispiel sich so drehen kann, dann müsst ihr natürlich die Rückseite noch, nochmal bekleben, damit das alles schöner aussieht. Habe ich mich jetzt wiederholt, ne? So. Und das war's auch schon. Also eigentlich Sachen, die man fast zu Hause hat. Man hat Geschenkepapier zu Hause, man hat Papiere zu Hause und so könnt ihr euch das noch ganz, ganz schnell zu Ostern machen oder als kleines Ostergeschenk für die Mama. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage bis bald, eure Katrin. Tschüss!